Goldwolke ist natürlich erstmal ein down-leichtes Gefühl, aber das, was wir heute mit dabei haben, ist wohl so das Wichtigste, was wir für unseren Schlafkomfort, für das Schlafzimmer und für das Wohlbefinden tun können. Wir machen schon mal ein ganz, ganz sehr viel nachgefragt, das endlich wieder zu machen. Heute ist es endlich dabei. Wir haben eine antimikrobielle Ausrüstung und die macht so wahnsinnig viel für unseren guten Schlaf. Dazu gleich mehr. Sie haben viel größer geworden, noch dieses Bewusstsein in den letzten Jahren, weil einfach mehr drauf geachtet wird, mehr gesehen wird, was passiert eigentlich in den Innenräumen. Wie ist die Wohnraumqualität von der Luft her? Was passiert mit unseren Textilien? Was passiert mit unserer gesamten Ausstattung? Und da weiß man heutzutage, dass diese ganzen Mikroben einfach einen, also sprich Sporen, Schimmel, Bakterien und so weiter, leider in den Innenräumen ein Riesenthema geworden ist. Und deshalb dürfen wir einen ganz genauen Fokus auf unser Bett werfen. Da also dabei geht's ein großes Wissen. Es ist biobasiert. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön, dass wir da Mutter Natur mit aktivieren dürfen. Das sei vielleicht mal am Rande erwähnt. Das ist ein Schweizer Unternehmen, was das entwickelt hat und eben mit einem riesen Wissensschatz und auch großer Erfahrung über Jahre hinweg das jetzt eben sehr erfolgreich vermarktet. Wir haben es jetzt erst zum zweiten Mal dabei. Uns ist dieses Thema wichtig, weil einfach, ich meine, die ganz großen Organisationen, Weltgesundheitsorganisationen, RKI, das Umweltbundesamt, da gibt es so viele, und zwar die Arme, was natürlich jetzt im Winter, genau, was jetzt im Winter einfach total schön ist. Bei den neuen Ganzjahresdecken legen sie sich rein und sie merken viel schneller noch, wie warm diese Decke komplett im gesamten Bereich des Körpers ist. Das werde ich jetzt gleich auch noch mal erklären. Wir haben nämlich das Klimaband dabei. Goldwolke hat immer ein Klimaband und das durchlüftet die Bettwaren. Das heißt also, gerade mit dem Inhalt in Kombination mal eine Lieblingsdecke, die Lieblingsdecke aus unserem Sortiment, die auch top bewertet ist, aber eben in ganz neuer Version. Neue Füllung, neue Ausrüstung, die wir erst einmal hatten und auch die äußerst beliebt gewesen. Du sagst, es ist top bewertet und unter den Bewertungen steht dann immer noch mal, weil die Bewertungen, die wir haben, sind ja damals zur Sommerdecke gewesen. Super Decke. Bis 8 bis 12 Jahre, je nachdem, also wie sie gepflegt länger wird. Genau, sage ich immer dazu, je nachdem, wie sie gepflegt wird. Heute werde ich das mal sehr einschränken, diese Aussage, weil wir eine Hygieneausrüstung haben. Ne, die sorgt ja dafür schon. Alleine diese Aussage, dass wir sagen dürfen, es bremst das Bakterienwachstum. Also ich meine, das ist das, was wir brauchen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Natürlich wäscht keiner jeden Tag seine Bettwaren neu. Mit ihrer Kleidung tun sie das. Warum? Weil sie das natürlich sofort riechen. Da schwitzen wir gleichermaßen rein. Bei Bett oder empfohlen sie regelmäßig auszutauschen, weil da so viel Leben drin passiert. Ich kann dir mal ein Beispiel geben, Milben. Ne, ich möchte ein harmloses Beispiel nehmen. Wir können in ganz andere Themen reingehen, die dann vielleicht auch noch mal gesundheitsrelevanter sind, aber ich möchte das mal noch... Fang mal sanft an. Ja, ich möchte das sanft machen, genau. Wir haben jetzt Mitternacht, wir wollen alle gleich schlafen, also von daher. Wenn Sie ein Jahr lang eine Matratze zum Beispiel nicht reinigen lassen, wir haben ein Unterbett, was übrigens gleichermaßen ausgerüstet ist, also auch die Matratze sprechen wir damit an. Aber nur mal als Idee. Wenn Sie eine Matratze ein Jahr lang nicht reinigen lassen oder selber reinigen, was natürlich sehr aufwendig ist, dann ist es innerhalb von einem Jahr 10% der Matratze, und wenn die nicht geschützt ist durch ein Unterbett wie unseres zum Beispiel, dann ist 10% der Matratze schon bewohnt, beziehungsweise mit dem, was die Milben hinterlassen, also dem Kot der Milben. 10%. Machen 10. Wie häufig waschen Sie Ihre Bettdecke? Wie häufig waschen Sie Ihre Kopfkissen oder Ihr Unterbett? Wir haben für alle Varianten auf dem Bett gesorgt. Vielleicht gerade für Menschen, die mehr im Bett liegen müssen. Das ist natürlich auch Gerüche, die dadurch eben eliminiert werden. Das ist super, das ist ein super Nebeneffekt. Das kennen wir sowieso von der Mikrofaser. Wir sprechen ohnehin von einer Hightech-Faser, die uns sehr, sehr gut hier schon begleitet. Aber ich finde dieser Wissensschatz mit dieser Hygieneausrüstung so ein relevantes Thema, was in so viele Bereiche in unseres Lebens dann eingreift. Ne, wachen Sie morgens wirklich mit einem richtig guten Gefühl auf. Wie ist das mit den ganzen Begebenheiten drumherum? Hatten Sie vielleicht schon mal einen Fall in Ihrem Schlafzimmer oder im Wohnraum, wo sichtbar Schimmel und dergleichen passiert ist? Machen, es geht gerade des Luftentfeuchters, den wir jetzt hatten von Patex vor ein paar Tagen und den wir seit einiger Zeit erfolgreich zeigen dürfen, weil das auch da, ne? Also das ist ein so relevantes Thema, unsere ganze Raumluft. Und wenn Sie sich das anschauen, wie die Raumluft innen aussieht, das ist ein Thema, was wir wirklich angehen dürfen. Unserer Gesundheit zuliebe. Aber wenn man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, wovon ernähren sich Mikroben? Also alles das, Bakterien, Sporen und so weiter.
die ernähren sich von Hautschüppchen, die ernähren sich von unseren Haaren, die ernähren sich von Feuchtigkeit. Feuchtigkeit ist relevant dafür. Also wenn wir ins Bett gehen, ist bei denen Buffet. Dann versuche ich das so charmant wie möglich zu sagen. Das ist toll, dass wir da einfach was machen können. Ich möchte das anders formulieren. Ich kenne das noch sehr gut aus meinen Allergiehochzeiten, dass meine Augen so aufgequollen waren am nächsten Morgen, dass die Nase aufgequollen war, dass sich alles nicht richtig angefühlt hat. Ich war den ganzen Tag müde. Das sind so typische allergische Reaktionen, die ich hatte. Ich bin mir sicher, andere kennen das auch. Wenn das ein Thema ist, versuchen Sie zum Beispiel mal mit dieser Hygieneausrüstung da einen Riesenschritt zu machen, um vielleicht entspannter durch die Nacht zu kommen. Das ist ja genau diese Mikroben, das ist ja dieses Thema, was da ist. Wenn Sie morgens aufstehen und nicht das Gefühl haben, rein in den Tag, ich gucke gerne in den Spiegel, alles ist in Ordnung. Vielleicht können Sie wirklich mit Ihren Bettwaren etwas schaffen. Nochmal, auf Bio- und Silberbasis. Hier oben steht so ein kleines Bio-Zeichen dran. Das finde ich so toll. Das ist ja die beste Möglichkeit, für das Wohlbefinden etwas zu tun. Der Schlafkomfort wird verbessert. Wie schön ist das, dass wir sagen dürfen, der Schlafkomfort wird verbessert. Top. Was gerade innerhalb von einem Jahr seine Matratze nicht reinigt, täglich drauf schlägt, nicht reinigt und eben auch nicht die schützt, also durch einen Matratzenschoner oder durch ein Unterbett, was das leisten kann, ist ungefähr 10% der Matratze bereits nach einem Jahr mit Milben und deren Kot besetzt. Sprechen von einem so relevanten Thema, dass die ganz großen Organisationen der Welt, die wir kennen, dass die eben da richtig Leitfäden drüber schreiben, wie relevant dieses Thema für uns ist, für das menschliche Dasein. Also ich kann es nur empfehlen, vielleicht auch noch mal kurz den Patex Luftentfeuchter noch mal zurückholen, wenn Sie das gesehen haben. Da haben wir das sehr intensiv besprochen. Ist auch übrigens was verfügbar online, wenn Sie da mal schauen müssen, möchten. Das können Sie ja auch noch mal aktiv unterstützen, das Raumklima, dass das verbessert werden kann. Das ist meines Erachtens wirklich eine tolle